Freunde der Fernsehalm, ich heiße Charlie Hoss und heiße euch ganz herzlich willkommen hier in Nana-Linder-Insel. Schön, dass ihr unserem Ruf gefolgt seid, zurück in die Vergangenheit präsentiert in der Gegenwart. Sich heute Abend hier zu treffen zum ersten Revival von Charlies Fernsehalm 1967 bis 1985. Es wäre mir sehr lieb, wenn ein bisschen ruhig sein könnte. Ja? Vielen Dank. Und hier eine kleine Vorgeschichte, wie dieses Revival entstanden ist. Dieser Abend ist nur möglich, weil sich an der sechsmonatigen Vorbereitung ganz gewisse Leute mehr als beteiligt haben. Und denen möchten Anneliese und ich zuerst einmal ganz herzlich danken. An erster Stelle steht natürlich mein Frauchen Anneliese. Dann Heimo Schuchter. Peter Besserer, Sonja Hinterhofer, Tamara Schalles, Gabi Messmer, Bille, Horst Merkmann, Dr. Horsti und Fritz Nietzsche und viele andere. So, jetzt könnt ihr sehen. Tja, liebe Freunde, es war einmal ein Facebook-Tag im März und eine uns vollkommen unbekannte Sonja Hinterhofer postete: Dorfer, wenn es für das Tropikal schon ein drittes Revival gibt, warum denn nicht auch das Crazy Album? Das war die Initialzündung für die heutige Veranstaltung. Versetzen wir uns alle in das Jahr 1967 und diese Art der Musikdarbietung werden wir den Abend durchziehen. Das heißt, wir bringen zu 90% Funk, Rock, Soul, Philly Sound und Deutsche Welle, Schlager der 60er und wie sie in der Alm gespielt wurden. Überhaupt das ganze Programm wird so ablaufen, wie wir das in der Alm gehandhabt haben. Es sind alles Ohrwürmer aus der Zeit und Superhits, die in vielen Stunden, Tagen und Nächten ausgesucht worden sind. Sicher sind Titel dabei, die immer schon mal wieder hören oder tanzen wollen aus eurer Jugendzeit. Ich möchte euch nur ganz kurz mal... Ist sehr schön, wenn es so ruhig ist. Die Geschichte der Alm ist an sich hochinteressant, weil das Ganze war mal ein Bierkeller von der Inselbrauerei, danach das erste Kinddorf, also Kino, hier in Lindau, dann war es im Krieg der Luftschutzkeller, danach ein Bananenreifkeller der Firma Fees und ein Pumpspieltheater und zum Schluss Charlies Crazy Alm, das jetzige Restaurant Valentin. Eine bewegte Geschichte, die auf der Leinwand und den beiden aufliegenden Alben wiederbelebt wird, insbesondere hier auf der Leinwand. In unserem Team, ja, jeder fragt mich, wie ist Disco entstanden und was bedeutet das? Disco kommt an sich aus dem Französischen und Italienischen, Disc, die Scheibe. Und in den 50er Jahren, da war der Daddy Platzheim, der Vater von der berühmten Schauspielerin, eröffnete mehrere Lokale mit dem Namen Discothek 111. Whiskys gab es in seinem Lokal. Und darüber haben dann hinterher die anderen im Jahre 1958 das Wort gebildet, Diskothek, also Theke, Disco und Scheibe. Und dann fragt man mich immer wieder, ja, wo ist denn eigentlich die erste Disco entstanden? Ja, das wäre jetzt so eine Quizregel für Winterjauch. Die erste Disco, die eröffnet worden ist, war 1958. Und das war nicht in Berlin, das war nicht in New York, das war nicht in London, sondern das war in Aachen. Die erste Disco der Welt wurde in Aachen eröffnet. Und in unserem Teambriefing steht unter anderem ein Satz: Wir wollen doch alle nach diesen monatelangen mühevollen und zeitintensiven Vorbereitungen einen mehr als guten Eindruck für das Revival hinterlassen, damit die von zum Teil weit angereisten Gäste mit einem zufriedenen Gefühl nach Hause gehen und sagen, das war endlich ein absolut schöner Abend in Erinnerung an unsere Jugendzeit in Charlies Crazy Alm Disco Dancing Linder Insel. In diesem Sinne wünsche ich Ihnen einen wunderschönen Abend, ein herzliches Dankeschön für euer Interesse und Aufmerksamkeit. Thank you.